So sieht demnächst meine zukünftige Retro-Maschine aus. Ein alter Highscreen, Allround. Und zwar ein Stück von einer eBay-Kleinanzeige. Ihr seht, oder vielleicht kennt ihr ihn ja noch, ich habe ihn schon mal vorgestellt. An sich ist alles noch vorhanden. Das heißt, das Mainboard ist noch drin, das Netzgerät, ein 48-fach CD-ROM, ein Diskettenlaufwerk und sogar noch eine Festplatte, die ich mir noch nicht näher angeschaut habe, die aber auch so angeschlossen da drin war. An sich, was sieht man sonst? Natürlich einerseits die kleine CPU, 4x PCI-Steckplatz, leider keinem ISA mehr, aber egal. Dann natürlich die Rückansicht, schön massiv, so wie es einst war. Mit dem Nötigsten noch direkt auf dem Board, nicht auf dem Bound, auf dem Board. Und zwar Sound, Serie, Parallel, Monitor, USB, PS2, alles, was man braucht. Und hier sogar direkt nochmal beschrieben. Für Maus, Keyboard, USB, VGA, LPT1, COM1, COM2, ne, Lautsprecher. Ausgang, Eingang und Mikrofon. Alles noch schön originalgetreu, ne? Geprüfte Sicherheit und so weiter und so fort. Warum gerade der? Warum soll das mein zukünftiger Retro-Computer werden? Einerseits, weil es noch von der Technik her schon etwas moderner ist als ein 286er, aber nicht zu modern. Ich vermute, es ist ein 486er, könnte aber sogar noch ein 386er sein. Aber bei 4 PCI-Schnittstellen ohne ISA vermute ich schon eher ein 486er. Das werde ich mir nachher noch im BIOS angucken. Ob das Ganze läuft, habe ich bis jetzt immer noch nicht getestet, denn er kommt ja ursprünglich von Kleinanzeigen, von eBay. Ich habe ihn für kleines Geld geschossen. Er war so in dem ganzen Paket drin, wurde so auch geliefert. Danke nochmal an denjenigen. Ihr seht, selbst da hinten, ich habe ihn noch nicht sauber gemacht. Das ist also Dreck. Genauso wie, das seht ihr da, wenn ihr das seht. Ich stelle euch mal eben hin. Seht ihr das? Moment. Noch will die Kamera und das Stativ nicht. Ein bisschen hin und her gewackelt. Seht ihr es? Seht ihr es? Moment. Da unten. Ja, das ist tatsächlich eine Spinne. Sie ist aber tot und baumelt da noch rum. Das heißt, ich habe es auch noch kein bisschen sauber gemacht. Deswegen ist das Ganze nämlich auch noch ein wenig schmutzig. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal das Gerät starten, um zu schauen, ob es das überhaupt noch tut oder ob es leider defekt ist. Und ob überhaupt eine CPU drauf sitzt. Aber ich vermute mal, ja. Naja, das heißt natürlich einerseits erstmal wieder einen Monitor anschließen. In meinem Fall, Moment, ich hole ihn mal eben. So, er liegt neben mir. Ich stelle ihn mal eben da so dazu. So. Seht ihr gleich. So. Jetzt kommt er euch vielleicht ein bisschen vor wie beim Baumarkt, aber da ist so mein kleiner Testmonitor. Er steht jetzt gerade perfekt in dem Gehäuse, was also quasi kein Rundumgehäuse mehr ist, weil das habe ich nicht.
Aber ich werde auf dem natürlich nur eben kurz schon mal schauen, ob das Ganze wieder hochfährt. Denn dafür reicht er vollkommen aus. Ihr seht, einen ganz normalen VGA-Anschluss hat das Gerät. Genauso gut wie für Nötigste. Wo seid ihr? Da, HDMI. Ne? Das hier war der Netzanschluss, der kleine linke. Und mehr braucht man da nicht. Ne? Daher reicht er da vollkommen aus. Er hat einerseits sogar noch einen Kopfhörerausgang. Ne? Hat selber Lautsprecher drin. Für den HDMI-Anschluss einerseits. Das heißt, auch da würde Ton rauskommen. Zumindest für das Nötigste. Nun gut, ich würde sagen, lasst uns nicht lang rumreden und rumfackeln. Ich hole mal eben einen Kaltgerätestecker. Dann stecken wir das Ganze ein und dann dürft ihr live dabei sein, wenn ich die alte Kiste mal erst wieder starte. Einen Moment bitte. Nun gut, also die Verkabelung wurde so weit vorgenommen. Das heißt im Endeffekt, das Gröbste ist dran. Eine Tastatur über USB, nicht über PS2. Natürlich der VGA für Monitor und oben der Kaltgerätestecker noch auf 0, auch wenn die Steckdose sagt 0. Das heißt, an sich alles parat zum Starten. Das heißt, ich werde mal damit anfangen, diesen Kippschalter umzulegen. Das heißt, der Monitor hat seinen Strom. Bing! Und auch der Kaltgerätestecker bekommt seinen Strom, wo das Netzteil natürlich noch fehlt. Jetzt werde ich erst gucken, dass der VGA, dass der Monitor sein Power bekommt. Und jetzt heißt es an sich nur noch, den Schalter umlegen hinten an dem Tower da oben und mal gespannt sein, ob der überhaupt noch funktioniert, ob der angeht oder wie auch immer. Jetzt habe ich auch vor allem wieder den Namen im Kopf. Also danke Mario, das wäre derjenige, der mir quasi diesen Computer verkauft hat. Diesen für den einen oder anderen Schrott. Aber wir schauen mal. So. Okay, er geht direkt an. Er powert direkt durch. Ich höre die. Okay. Das ist eine Konfiguration. Okay. Das ist nicht das Problem. Ihr hört, er summt auf jeden Fall ordentlich los. Die Festplatte scheint schon wieder im Eimer zu sein. Denn man hat sie gerade dieses Klick-Klock gehört, aber so muss an sich, zumindest für dich von der Lautstärke, ein alter Computer ruhig klingen dürfen. Jetzt fährt er gerade ein bisschen runter. Das heißt, ist da noch eine CD drin? Ich guck mal. System Security Keyboard is locked. System Security Administrator Passwort. Das heißt, er hat also ein. Moment. Gucken jetzt gerade wegen der CD. Okay, das heißt, Moment, hier das erste. Ne? The following error were detected when the system was started. I'm not sure if the change has occurred. 183 Secure Security Administrator Password required. System Security Asset Control has been violated. Select one of the following continue. Oder sonst was. Okay. Mache ich jetzt gleich. Sekunde. Erstmal gucke ich, oder ihr guckt mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Also, das CD-ROM versucht aufzugehen. Hängt aber irgendwo. Das heißt, da werde ich gleich mal, aua, mit einem typischen Kuli oder mit einer Büroklammer reingehen hier, damit sich der Schlitz öffnet. Weil, so wie das Ding andreht, scheint da nämlich noch eine CD drin zu sein. Die ich aber im Moment. Ah, okay, hat so funktioniert. Nein, 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 du, stopp jetzt, der Kampf mit dem CD-ROM. Stopp. So, habe ich. Gut, also da war noch was drin. Ich guck mal eben, was es war. Das CD-ROM. Vielleicht einfach nur ein bisschen falsch eingebaut.
So, für alle diejenigen, die damals so Richtung Brenngeneration gingen, ich habe hier noch Microsoft Office 2000 Premium vorliegen, mit Schlüssel sogar draufgeschrieben. Das heißt, eine gebrannte Variante. Egal, darum geht es nicht, die kommt beiseite. Es geht hier um den Rechner. So. Ja, konfiguriere dich mal selber neu. Gucken, ob er das direkt macht. Kenne ich so noch nicht. Systems und Produktdaten, Start Options. Wo kann ich denn überhaupt wählen? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ach, da sehe ich das besser. Ah, okay. Man sieht es, ich sehe es hier gerade. Ihr seht es hier auf der Kamera zum Beispiel besser, dass das heller weiß ist. Auf dem Monitor selber sehe ich das so, wie er steht, sehr schlecht. Bei mir müsste der so stehen. Das heißt, ich gucke auch einfach mal mit auf die Kamera. So, System. So, maybe. So, das sind 500 MHz. Celeron. Harddisk. Oh, wird erkannt. Mit 10 GB. Okay. Produkt. Data. Maschinentyp. Flash EEPROM Revision. NX Homebrew Grün. Systemserienummer BIOS. Datum von 2000 sogar. Okay, da hat wahrscheinlich schon mal einer dran gearbeitet. Maus nicht installiert, Diskettendrive 1,44, Serial Port. Ups. Nein. So, lasse ich die Finger von. USB Setup. Okay, hat er erkannt. So, Parallelport brauche ich an sich auch nicht, lasse ich auch die Finger von. Video Setup läuft im Moment. Intel 810 Graphic Chip ist drauf, das ist der, den man dann sich auf dem Mainboard sieht. Mit einem Megabyte aktiven Speicher. Chatmemory auch ein Megabyte. Aktiver Video Schnittstelle, aktive Schnittstelle des PC. Paletten Snooping kenne ich nicht. Video Interrupt enabled. So, und IDE Driver Setup. Hard Drive, Hard Drive, Drive. Kann so bleiben. Audio Setup, das finde ich sehr interessant. Aktiviert, okay, wenn ich Glück habe, das ist ein Onboard Sound, wird der sogar automatisch auch unter DOS erkannt. Das weiß ich immer noch nicht. Startoptionen. So, Keyboard Numlock on. Keyboard Speed Fast. Disketless Operation, diskettenlose Operationen, deaktiviert Keyboard Operation Mode, Power on Self Test Quick, Power on Lowest, Network Boot, ne, den brauche ich nicht. Moment, wo bin ich? Wie soll ich den umstellen? Ja, warum willst du das nicht? Ah, mit Leertaste. Okay, aber wenn nämlich vor Apple. Spring um. Wie ist so Next Value Move hoch runter? Ja. Höchst Value Default. Und warum lässt er mich das nicht umstellen? Stehe ich gerade noch nicht. Okay, lassen wir es mal erst so. Was da haben wir? Datum und Zeit brauche ich an sich noch nicht. Welchen haben wir heute? War schon der 20. Egal, machen wir noch nicht. Alles eins am anderen. System Security. Security Befolter, wenn so ist, Remote Administration, Power und Passwort, Administrator, Passwort möchte ich nicht haben. So, kannst du. No, no, no. Okay.
So, wo bin ich noch? Advanced Setup. Warning, iTeams. Moment. Oder verlängern ist gerade so als harte Feature. Ja, dann lassen wir erstmal die Finger davon wegen der falschen Einstellung PC-Control. Okay. Aber Prozessorkontrolle. Okay. Von 99. So, Isa hat er keinen installiert, aber er hat den Support dafür. Gut. Power Management. Azubias EQ9. APM Automatic Power. Okay. So, wir speichern das Ganze. Thing will be saved. Yes. So, dann kann ich an sich rausgehen und neu starten. Moment. Yes. So, lassen wir wieder hochfahren. Okay, also wurde auf jeden Fall mit CD geliefert, die habe ich rausbekommen. Jetzt dürfte er an sich, denke ich mal, nichts finden, obwohl die Festplatte zumindest erkannt wurde. Nein, ist das geil! Ich liebe diese Geräusche. So, ja genau, Maus habe ich nicht installiert, aber echt jetzt. Na gut, ich muss eins sagen, ganz ehrlich, ich habe hier wieder keine Windows-Tastatur dran, sondern eine alte Apple. Oder Macintosh. Nee, Apple. Verdammt. Das heißt an sich, ich müsste erstmal eine Maus rausholen. So, denn ich weiß nicht, warum der hier nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil er diese Tastatur hier nicht unterstützt. Verdammt. Das heißt, ich pausiere mal und hebe mal E und gehe mal eben eine Maus holen. Eine Sekunde bitte. So, direkt zum Test nehme ich mal die Maus hier, diese hier. Das ist die, die ich von dem letzten Trödel mitgebracht habe. Ist an sich ein Original Microsoft, allerdings schon USB, aber ich denke, die sollte er sofort erkennen, wenn ich sie benutzen möchte. Das werde ich mich jetzt auch mal überraschen lassen, denn die habe ich auch noch nicht auf Funktion getestet. Ich gucken. Natürlich. Ja. So, drin ist sie. Aber sie leuchtet schon mal nicht. Das kann natürlich jetzt da sein, daran liegen, weil ich den nicht mit der Maus hochgefahren habe. Und Plug and Play ja an sich noch nicht sofort war. Ich resette einfach mal. Ja, das ist super, der Reset-Knopf funktioniert nicht. Okay. Na gut, zumindest der Power-Knopf funktioniert. Merkt ihr diese Ruhe? Oh, und jetzt starten wir nochmal, ohne dass ich quatsche. Ich liebe diese Geräusche.
Das war es an sich. Theoretisch hat er sie gerade erkannt, aber er macht hier nicht weiter. Also ich vermute, entweder gibt das Konflikte, weil die Tastatur wird nämlich auch wieder hier nicht erkannt, weil es wirklich keine offizielle Microsoft oder sagen wir so, keine offizielle PC-Tastatur ist, sondern eine von einem Apple. Das heißt, ich werde mal eben schauen, dass die wieder verschwindet und gucken, dass ich mir eine andere besorge. Eine Sekunde bitte. Geschafft. Einen Schritt bin ich weiter, aber nur folgenden Schritt, und zwar, dass die Maus funktioniert. Ich habe jetzt wieder eine andere Maus genommen. Ich habe einerseits eine alte PS2-Maus genommen. Die wird direkt erkannt und da meckert er auch nicht. Jetzt habe ich nämlich das andere Problem mit der Tastatur, die wird auch nicht erkannt. Wahrscheinlich liegt das an dem Fehler, weil die beiden Geräte an sich über USB angesteuert wurden. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine alte PS2-Maus rausgeholt. Tastatur. Hier. Die wird gleich angeschlossen. Die sollte dann wieder ohne Probleme funktionieren. Das heißt, an sich wird wahrscheinlich auf dem Mainboard noch ein Jumper falsch eingestellt worden sein, weil an sich stimmt im BIOS alles, dass das alles unterstützt und auch die Energie an sich durchgeleitet wird. Aber irgendwo ist wahrscheinlich noch ein kleiner Jumper, vielleicht der da unten. Oder oben war, glaube ich, auch noch irgendwo einer. Muss ich mal gucken, wo man die Energie quasi einstellen kann, ob die plus 5 Volt oder halt nicht haben. Nun gut, das heißt für mich natürlich wieder eine Sekunde, denn ich werde eben die andere Tastatur anschließen. Und tatsächlich, so ist es auch. Ihr seht, ich habe die Tastatur angeschlossen. Jetzt läuft Maus und Tastatur über PS2 und in genau diesem Moment funktioniert auch die Eingabe der Tastatur. Also nur eine Feineinstellung, entweder am Mainboard oder theoretisch auch noch am BIOS, aber da habe ich an sich schon reingeguckt. So, jetzt Benutzernamen, das ist natürlich super. Derjenige hat vorgesorgt, da kommt natürlich nicht jeder dran. Benutzername SHM wurde eingeblendet. Ich probiere mal die typische Variante Enter. Nein. Leertaste Enter. Nein. Start. Nein. Vor allem schön bei alten Systemen. SHM einfach mal. Okay. War nicht ganz so einfach. Doch, es war einfach. Also da hat jemand zwar vorgesorgt, aber sich wahrscheinlich das Leben selber nicht schwer machen wollen. Okay. Im Internet möchte ich nicht entdecken, Sie Windows und so weiter. Das heißt einerseits, das Ganze funktioniert auf jeden Fall. Ihr müsst euch nicht wundern. Das ist wegen der Auflösung vom Bildschirm, dass das hier so blöd aussieht. Nee, danach wird weiter. Nö, brauche ich nicht. So. Wo ist es? Danke. Gut. Nein, möchte ich nicht. Später. Geht der mir auf den Senkel. Die Windeltour wurde nicht gefunden. Okay, brauche ich auch nicht. Ich probiere mal direkt einfach zu schließen. Der alte Mecker-Heini hier. So, jetzt gehen wir nicht um den. Okay, ich guck mal rein. So, Arbeitsplatz. Das heißt, 5,25, 5 1/4 Diskette habe ich zwar gar nicht, aber er erkennt es zumindest als A. Das heißt, ja, ihr hört ihn rattern, auf jeden Fall versucht darauf zuzugreifen. Das kann ich jetzt natürlich andererseits mal direkt probieren, weil ich hier noch die Maustreiber-CD habe. Ich habe also die Maus genommen, die ich letztens erst vom Trödel habe. Ich könnte auch eine andere nehmen, aber die ist schon hinten wieder an den anderen Rechner, wo ich Half-Life mitmache, und das ist immer eine ziemliche Fummelei. So, Diskette ist drin. Dann schauen wir doch mal, ob die zumindest noch funktioniert.
liest zumindest, also die Diskette leuchtet. Aber sie macht nicht das typische Klick-Klack. Ah, da war er kurz. Nee, nicht formatieren, bitte nicht, nein. Das könnte einerseits heißen, der ist nur ein bisschen schmutzig. Denn, das kann ich euch zeigen, auch bei dem Reinsetzen hier. Es kommt nicht dieses typische Klick-Klopp, dieses Klick-Klopp. Also die ist wahrscheinlich einfach nur dreckig. Okay, nächster Akt. Auf jeden Fall versucht das schon mal anzusteuern. Gut, dann sehen wir natürlich, die Festplatte ist an sich natürlich vorhanden. 5,47 GB frei, eine 10 GB ist es, zumindest laut BIOS. Eigene Dateien, eigene Bilder. Ich pausiere mal, bevor da doch noch Daten drauf sind, die keinem was angehen. Eine Sekunde. Gut, ich kann euch beruhigen, es sind gar keine Bilder vorhanden. So, Programme. Check, StyleX, Frontpage, Command Daten, Net Meeting Office, Outlook Plus, Snapshot, View, und das war's an sich schon. Also, es scheint auf jeden Fall quasi, entweder hat da schon mal jemand was probiert oder einfach nur Windows aufgespielt. Es läuft zumindest. Ne? Ton kann ich jetzt gerade noch nicht testen, weil ich habe gerade noch keinen Lautsprecher angeschlossen. Aber zumindest funktioniert grob. Moment. Ich pausiere mal eben wieder. So geht es doch. Also es ist Microsoft Windows 98 vom 4.10.98. Es ist ein Pentium 2 sogar doch schon. Mit der MMX-Technologie und 127 MB Arbeitsspeicher. Also an sich noch vollkommen ausreichend für das Ganze. Sekunde mal wieder, ich muss meinen Finger wegnehmen. Dafür sind aber noch, wie ihr seht, drei Gerätekonflikte vorhanden, die man einerseits natürlich dann noch bereinigen müsste. Dann kümmere ich mich mal direkt darum, dass das Kennwort geändert wird. So. Wie hieß der jetzt wieder? SSHM? Verdammt. Wo stand das? Hat jemand nicht den Namen gesehen? Da, SHM. Okay. Wo ist jetzt das? Da. Altes Kennwort habe ich da schon groß geschrieben. Ich glaube nicht. Ne? SHM. Neues Kennwort. Kennwort geändert. Das heißt, warum Enter? Das heißt, dass an sich kein Kennwort mehr vorhanden ist. So, das sollte nämlich jetzt ganz normal funktioniert haben. Das heißt, ich könnte den Rechner jetzt neu starten. Jetzt sollte auch ohne Probleme alles funktionieren, da natürlich auch die Maus und Tastatur soweit vorhanden sind. Ich fahre ihn ein letztes Mal hoch für heute. Und wie ihr seht, kein Passwort, weil ich das geändert habe. Und die herrliche Arbeit, wenn das Gerät arbeitet. Nun gut, das heißt, ich habe auf jeden Fall einen funktionierenden Pentium 2 sogar schon mit der MMX-Technologie, 10 GB Festplatte, kein Gehäuse drumherum, aber an sich sollte das vollkommen ausreichen, um auch noch Windows 95 anlaufen zu bekommen. Wenn das nicht wieder genau der Schnittpunkt ist mit dem Pentium 2. Aber das würde ich sagen,
sehen wir uns beim nächsten Mal an. Denn schließlich soll das Ganze ja einerseits mein Retro-Rechner werden. Nun gut, ich hätte mir noch ein bisschen älter gewünscht. Also schade, dass es schon ein Pentium 2 ist. Bemerkenswert, dass der schon 128 MB Arbeitsspeicher hat. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Und wie gesagt, ansonsten lasst euch überraschen. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Und ich bin zumindest schon mal froh, dass auch wenn er dreckig ist, wie gesagt, der wurde nämlich sauber gemacht. Die Spinnenwebe bläst dahin mit, wenn ihr das seht. Seht ihr das? Man könnte meinen, sie lebt, aber nein, das ist der Windzug. Also, danke erstmal fürs Zugucken und ich bleibe hier am Ball. Ansonsten heißt es für heute erstmal, wir fahren das Ganze runter und sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin bin und bleibe ich natürlich euer Dirk. Na dann, danke fürs Zugucken. Tschüss.